Hey YouTube, willkommen bei Say What. Ich habe wieder eine App für euch und zwar passend zur Saison eine WM-App. Sie nennt sich Cup Planner und es werden alle Spiele aufgelistet, wann sie sind und wo sie sind und auch ja, wer gegen wen natürlich spielt. Die Ergebnisse werden jedes Mal eingetragen, nachgetragen und man kann auch seine Tipps abgeben. Schauen wir einfach mal rein. Hier seht ihr den ersten Bildschirm, wo die ganzen Ergebnisse aus den aktuellen Gruppenspielen aufgelistet werden. Da, wo noch nicht gespielt wurde, ist eine leichte 0-0 zu erkennen, so eine transparente. Ansonsten sind die Zahlen schon solid eingegeben. Dann kann man natürlich auch tippen. Dafür macht man einen Doppelklick auf das Spiel, zu dem man tippen möchte und tippt einfach. Sagen wir mal 3-0 für Deutschland. Unwahrscheinlich, aber hoffen wir mal. Und man kann das auch wieder löschen, wenn man sich umentscheidet, den Tipp nochmal verändern möchte. Bis das Spiel angefangen hat, kann man das noch ändern. Gut, auf der nächsten Seite sehen wir die Gruppenranglisten. Das ist quasi die Tabelle in jeder Gruppe. Selbsterklärend, denke ich mal, wird auch immer aktualisiert. Kommen wir zur dritten Seite. Dort seht ihr die fortführende Phase. Beginnen mit dem Achtelfinale. Links oben seht ihr jetzt Argentinien gegen Fragezeichen. Das ist noch transparent, weil das natürlich noch nicht feststeht. Argentinien ist im Moment Gruppenzweiter. In der ersten Gruppe haben alle unentschieden bisher gespielt, deswegen gibt es da noch keinen Kandidaten. Und das sieht das Programm. Tippen kann man noch nicht, da die Spiele noch nicht feststehen, kommt aber bestimmt. Ich hoffe, die App gefällt euch. Ihr könnt damit was anfangen. Sie kostet 1,59 €. Ein bisschen happig, aber gut, es ist WM und es gibt auch keine große Alternative auf dem iPad. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Deswegen finde ich die okay. Sie läuft flüssig, zuverlässig, stürzt nicht ab. Ist eine ordentliche App. Kann man nicht meckern. Ist jetzt nicht die super App, dass man noch irgendwie News oder so lesen könnte. Aber ich denke, sie ist sehr ausreichend, sehr übersichtlich, sehr einfach gehalten. Und deswegen gibt es auch eine Empfehlung für diese App. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert mich. Wenn nein, dann nicht. Denkt dran, das Endspiel ist am 11. Juni, Juli, Entschuldigung. Am 11. Juli, dort wird dann Deutschland Weltmeister. Deswegen solltet ihr dieses Spiel nicht verpassen. Und ja, bis demnächst. Tschüss.